Heute wollen wir uns mal mit dem Thema CO2-Ausstoß beschäftigen. Ja, und was bedeutet das? Bordurlaub goes woke. Nee, aber ja, alle sprechen drüber, Klimaveränderung. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, wie viel CO2 wir raushauen. Wir vergleichen mal unseren Bootsurlaub, eine Woche mit 6 Personen, vielleicht mit einem Skiurlaub, auch für 6 Personen in den Alpen. Und ja, wo fliegen wir hin? Im Sommer natürlich gern als guter Deutscher nach Mallorca. Und auch da kalkulieren wir einfach mal den CO2-Ausstoß. Fangen wir doch an mit Malle, oder? Denn Malle ist nur einmal im Jahr. Wir gucken mal, was das Umweltbundesamt zum Thema CO2-Ausstoß sagt. So, gibt es nämlich hier unten eine Tabelle, die machen wir auch gleich mal groß. Gucken also, wir fliegen. Ah, hier steht Frankfurt, aber wir machen mal Folgendes. Es ist ungefähr die gleiche Entfernung, ob wir nun von Berlin oder von Frankfurt aus fliegen. Berlin, wir rechnen ruhig mal, für Berliner. Also, die wohnen in Berlin, haben also keine Anreise zum Flugplatz und fliegen dann 2400 Kilometer. Hin- und Rückflug bedeutet 0,5 Tonnen CO2 pro Person. Pro Person. Hin- und Rückflug von Berlin nach Mallorca. Auch wenn hier Frankfurt steht, ich habe es gesagt. So groß ist der Unterschied nicht. 500 Kilogramm mal 6 Personen, denn wir sind die berühmte Männergruppe. 6 Personen. Und das sind schon mal 3 Tonnen. 3 Tonnen CO2. Das ist eine ganze Menge. Jetzt schauen wir doch mal auf den Skiurlaub. So, wo fahren wir hin? Wir fahren gern nach Schladming. Und zwar aus Berlin. Schladming. So, haben wir 800 Kilometer. Nehmen wir mal hin und zurück 1600 Kilometer. Merken wir uns, ne? Wie viel Kraftstoff verschluckt unser Auto? Sagen wir mal, wir fahren relativ vernünftig und haben einen sparsamen Diesel, dann sind wir so vielleicht mit 7 Litern dabei, oder? Kann man das sagen? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Also, 1600 Kilometer, ne? 16 mal 7, 112 Liter, also von Berlin nach Schladming. Und jetzt gucken wir mal, was hier gesagt wird über CO2. 2,65 Kilogramm. Das kommt von der Helmholtz-Gesellschaft. Das sind Wissenschaftler, die werden auch wissen, worüber sie reden. Nehmen wir 2,65 Kilogramm. Also 112 Liter, 296,8 Kilogramm. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wir sind eine 6-Personen-Gruppe. Passen wir alle in ein Auto? Wahrscheinlich nicht. Also, wir haben einen PKW, einen Kombi. Skier oben aufs Dach verbraucht man noch ein bisschen mehr. Nehmen wir nur 3 Leute in den Kombi, dann passen die Skier mit rein. Aber wir brauchen 2 Autos. Also 296,8 mal 2 sind 593,6 Kilogramm. Also der größte Ausstoß kommt vom Verkehr, also von unserem Auto, was wir benutzen. Da haben wir sogar die Kilometer, die wir vielleicht im Skiort noch fahren, einfach mal weggelassen. Na, wir lassen auch die Aufstiegshilfen weg, wir lassen die Schneekanonen weg. Wir nehmen also nur die Anreise und das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt haben wir also unseren Flug und jetzt haben wir auch den Skiurlaub. Und jetzt gucken wir einfach mal Bootsurlaub. Da haben wir ja mal überschlagen, dass jedes Schiff, ne, die ja alle sehr sparsame Dieselmotoren haben, in der Woche ungefähr mit 85 Litern Diesel aufgetankt wird. Also nehmen wir das. Keine Angst, die Anreise nehmen wir auch gleich mal dazu. Wir nehmen erstmal den reinen Verbrauch. Also 85 Liter. Na, was hat man gesagt? Also ist ja Diesel ist gleich Diesel, ob nur auf der Straße im Auto getankt oder mit dem Schiff. 2,65 Kilogramm, 225 Kilogramm CO2. Oh, das rechnen wir jetzt aber mal durch 6. Sind dann nur noch 37 Kilogramm. 37,5 pro Person. So, wir müssen aber auch noch hinkommen nach Eldenburg. Zack, wie viele Kilometer? 163, oh, nehmen wir 170, sind 340 also. 340, wir nehmen wieder die 3,4 mal 7, sind gleich. Also das Ganze schafft man mit 23,8 Litern Diesel.
ne, mit einem Auto hoch zur Müritz und wieder zurück. Und das Ganze mal 2,65, also kommen nochmal 63 Kilogramm dazu für unsere Reisegruppe, wenn sie zu 6 reinpassen. Auch da sagen wir gerechterweise, nein, wir kommen mit zwei Autos, also doppelte Menge. Plus die 225, ne, die wir ausgerechnet hatten, sind 351,4 durch 6. Ne, durch 6 Personen sind 58,57. Also das ganze Anreise, Skiurlaub war mal da ziemlich nett. Malle rechnen wir auch nicht aus, was wir dort noch zu verbrauchen. Na, wie wir dann vom Flughafen sozusagen nach Hause kommen oder zum Hotel. Wir nehmen auch dort nur den Flug. Und wir sehen, das ist ein ziemlicher Unterschied, oder? Also eigentlich sagt man, so ein großes Schiff mit einem Dieselmotor, da muss doch was ganz Schlimmes in Sachen CO2-Ausstoß passieren. Aber die wir gerade ausgerechnet haben, ich würde sagen, mit relativ unabhängigen Quellen, ja, ist sicherlich ein Fahrradurlaub, wo wir gar kein Auto anfassen, immer noch besser. Aber trotzdem, ich glaube, mit so einem sehr, sehr sparsamen Boot sind wir relativ gut unterwegs. Ja, und ich hatte ja neulich die Bavaria, die wir mal so ein bisschen getestet haben, also ein GFK-Boot, relativ neu, wirklich klasse Dieselmotor. Und ja, gucken Sie mal, was die verbraucht hat. Bei einer Geschwindigkeit von 9 Kilometern pro Stunde. Also das war fast gar nichts. Wir waren so ungefähr bei 2 Litern. Und selbst wenn wir eben ja, mehr Abstand zum Ufer haben und dürfen dann also die 12 Kilometer pro Stunde fahren, also mit 12 Kilometern pro Stunde sind wir noch weit unter 5 Litern die Stunde. Das heißt, mit ihren 85 Litern, die wir so kalkulieren pro Tankfüllung, pro Bootsurlaub, kommen Sie eigentlich sehr, sehr gut hin. Da fahren Sie schon ziemlich viel am Tag mit so einem sparsamen Schiff. Und ich schwinge mich jetzt aufs Fahrrad und fahre noch eine Runde. Und dann ist mein Gewissen in Sachen CO2-Ausstoß noch ein bisschen besser.